Hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play Secret of Mana mit dem lieben Ego. Hallo. Hallo. Im letzten Part haben wir angefangen, uns hier durch diese Dämonenbaumfestungszeug-Ding zu kämpfen und sind jetzt schon wieder auf den... Ist das der Imperator schon wieder? Ich glaube, der Imperator ist dabei. Ja, der Imperator und seine Gehilfen, beziehungsweise einzelne normale Soldat, weil den Ghetto-Gangster haben wir schon umgehauen. Den Assi. Und jetzt kommt der andere Assi, der Trax. Na du, ey, wen haben wir denn da? Ich? Ey, ich mach ich fertig. Los, das Trax, wir haben jetzt keine Zeit für sie. Die Mana-Festung wird das für uns erledigen. Auf geht's. Und weiter geht's. Und weiter geht's. Ende wartet. Ey, Boss, ich will die voll fertig machen. Wir kriegen euch noch, ey. Ich verpiss mich jetzt voll. Ich hab, weil ich voll stark bin. Ey, ich kann gar nichts mehr sehen. Was ist so hell hier? Wenn ich so blenden bin, Mann. Wir müssen sie aufhalten. Tschuk, 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 tschuk. Ey, was, warum spiele ich mit dem Noob da? So. Was? Was? Wer ist Noob? Ja, ich gerade sie gespielt hab. Achso, der Miep. Miep, Miep. Ist ja nicht mal ein Sie, das ist ein Kobold. Boah, in der Luft und dann noch den, boah, dann noch die Shurikens reingedrückt. Ach, die Auflagen in die Viecher sind die großen. Tschuk, tschuk. Toll. So, ja, sehr schön. Ja, die Eule, der blöde Kauz kriegt dir richtig viel Schaden. Sag mal, der heilt sich an mir. Wer? Ja, der Kauz. Hau mal auf den Kauz und nicht auf die anderen. Nein. Doch, ich möchte das bitte nicht tun. Ich möchte das bitte nicht tun. Hau die Eule um. Ich bin ein Vogel, Freund Blacky. Ist er tot? Ist er tot? Nein. Nein, er ist einfach nur dem Bildschirm. Bäm! Ich hab ihn getötet. Hast du es gesehen? Ich hab ihn umgebracht. Das ist gut. Das ist bald wieder um. Oh, Pew. The Eye of the Tiger. So man lernt ihn auf die Feuerfaust. Bam! Oh, okay. Nicht. Und Zauberschild. Mimimi, ich hab Angst! Alter. Ich bin Paladin! Lass mal Bubble anmachen. Zwei aufgeladene Angriffe, da können sie halt nichts mehr sagen, ne? Jetzt. Den kann man auch so umschmieren, der nimmt ja auch so die Damage. Mhm, ich merk's. Alter, ich hab über 120 Damage neben gemacht. Oh, wenn ich treffen werde. Ich hab unter 120 Damage neben gemacht. Ja, du bist ein Lappen. Du weißt doch einfach nicht, wie man Damage schreibt. Damage. Mit Ä. Mit Ä. Wir sind beide gleich dämlich, Wahnsinn, das gibt's ja nicht. Wir sind Krieger, wir wissen, wie man schreit. Wir wissen, wie man schreit. Wie man schreit, ja, das noch. Kampfrausch! So. Schlachtruf! Das hat einen Hintergrund, wo wir zusammen WoW gespielt haben. Da haben wir haben beide Krieger gespielt und dann sind wir da gestanden und haben immer diesen Buff gemacht. Wie hieß der nochmal? Schlacht- und Befehlsruf. Ja, Schlacht- und Befehlsruf, da sind wir da gestanden. Da tut der Krieger so, wir hatten so Fury, also zwei Zweihandwaffen und die hat er auf die Seite gesteckt und so und wir dann im TS immer so und das wäre der Raid, die eine Boss-Erklärung abgeben wollte, nebenbei gemerkt. Was zum Teufel? Wo gucken wir denn zuerst hin? Ach, da oben ist ja gar nichts. Nix, also bist verrecht. Und was ich eben machen werde, ich werde den Angriff in die Luft setzen. Und da mal ein bisschen für dein Überleben sorgen, ne? Kann man da rechts rein? Ich weiß es nicht, aber ich möchte schon mal. Egobert rein. Blacky, ja, sieht gut aus. Nebenbei, was ich im letzten Part schon machen wollte, muss ich leider mehr zwischendrin machen, was mich interessiert. Was kann ich jetzt Neues für Zauber mit unserem Harz-Singer? Du kannst nur zwei mit dem. Lebensdünger schickt den Sensemann fort. Ja, du kannst jetzt wiederbeleben. Ah, das ist richtig geil. Ach echt? Gegnerische Zauber fallen ab. Das ist richtig mega geil. Kackkopf, ey. Natürlich, und den kann man wieder nur Schaden zufügen, wenn er sein scheiß Auge offen hat.
Tschüss. Ich hab den Rolltreppe weg. Oh, das ist schon blöd, Alter. Ha! Und jetzt? Keine Ahnung, Egoberts Waffenlevel ist gestiegen, das ist jetzt. Was ist jetzt passiert? Ja, bisher noch nichts. Ich glaube, wir können jetzt unten weiter. Ich habe keine Ahnung, was aufgegangen ist. Ich auch nicht. Na, ich habe aber den geheimen Schalter gefunden. Ich glaube, ich habe noch die Pfeilwaffe vom letzten Kampf. Weil ich sterbe ich da jetzt auch nicht, ne? Also. Ich finde es aber gut, dass der Bike immer fetter wird, wenn man auflädt. Dann erkennt man einfach, wenn es mega, mega geil wird. So. Ja, ja, das stimmt. Du musst mal vorstellen, maximal kann man dann 8 Aufladungen machen am Schluss. Alter. Da ist dann der ganze Balken voll. Komplett. Das ist richtig geil. Dann hast du so einen derben fetten Balken, machst eine Attacke, die einfach mal alles 10-mal tötet. Wow! 500 bei der Eule. Krasse Sache. Ui, ui, ui. Nö, ist gut. Ich setz meinen Angriff gerne in die Luft. Ja, das hättest du halt nicht machen sollen, wenn er gerade sich selber castet. Ja, das konnte ich denn wissen. Das ist ja. Nein, 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 nein. Ja, mein Angriff geht einfach mal so durch. Überlebt! Kann man das auch nicht überleben? Ich weiß es nicht. Vielleicht ist die Chance minimal, dass man das nicht überlebt. Ich habe keine Ahnung. Ich auch nicht. Ich will nicht brennen! Du kennst sicher Charlie das Einhorn? Ja, natürlich. Du hast alle Teile gesehen? Ja, alle. Ich habe es bereut. Den hast du nicht. Im dritten Teil sagt er ja, nachdem der dieses Viech wieder das Lied sind, explodiert. Natürlich, ja, explodiert, da explodieren sie alle wieder. Genau dasselbe passiert hier mit den Endbossen. Stimmt. Und das nächste Mal, wenn ein Endboss besiegen, dann fluch ich das einblenden. Hey, ich heile mich jetzt nicht mehr gegen, ich hab keine Lust mehr, macht keinen Spaß, ganz ehrlich, scheiß Fallen. Oh, ich hab ihn weg. Reinster Mana Waste hier, ne? Secret of Mana. Boah, Alter, der war schlecht. Geh nicht vergraben, ey, ganz ehrlich. Jeder, der dieses Let's Play gerade sieht, wird einfach nur weinen, weil der so schlecht war. Nein, der war gut. Hör doch auf, mir solche gemeinen Sachen zu sagen. Ich habe auch Gefühle. Man muss dummen Menschen einfach mal sagen, dass sie dumm sind, Becky. Das ist einfach mal ein Fakt. Und genauso muss man unwitzigen Menschen sagen, dass sie unwitzig sind. Nee, ich will die Truhe nicht. Die läuft weg, bleib jetzt vor. Boah, Alter! Alter, diese Truhe! Fick dich! Ich will die nicht. Ja, hol die doch, bitte. Ah, meins! Pickelhaube! Pickelhaube! Wie gut ist die schlecht? Ja, wow, hast du was Gutes gekriegt? Blacky, ist dir der Hammer! Sein Scheiß! Und? Sonic! Oh. Verdammte Axt noch eins! Chuck! Was? Ich hab nichts getroffen! Alter, jetzt hört mal auf mich. Boah. Ich weiß aber nicht, wo wir hin müssen. Ob wir jetzt rechts müssen oder ob wir. Hadouken! Hadouken! Bist du jetzt Ryu oder was? Ja, Mann. Boah, diese. Boah! Jetzt reicht's mir! Jetzt reicht's mir! Ihr habt Blacky böse gemacht! Ich bin auch gierig, ich kann auch. Sonic Boom! Was machst du? Was machst du? Ich wollte mir Ding geben. Mana, okay. mit dem Mädchen, mit der Koboldin. Was? Du Boah, ich hasse dich, du Pisser, ne? Ja, wie geil! Alter, das ist ja geil. Ich kann dir Mana klauen. Du bist einfach nur ein toller Es bleibt in der Familie. Ja, fick dich. Ich bin in der Familie Arschloch. Spassi, ey. Klaut er mir Mana? Ja gut, du hast 2 Mana mehr. Bist ja richtig gut. Ja gut, nö, ist richtig, Blacky. Boah, ich hasse dich. Checkst du es überhaupt?
Mir gefällt das Spiel immer mehr, je mehr ich dich trollen kann. Ja, ich finde das Spiel auch super. Ich liebe dieses Spiel. Mann, das war das beste Spiel aller Zeiten. Seitdem wir den Zapfergürtel haben, hat das Spiel einfach Niveau. Ach ja, könntest du mich mal wiederbeleben? Nein. Irgendwo ist Schluss, Blacky. Ja, lass mich eben schön aufladen. Oh, diese Eule. Und jetzt ich habe ein neues Kind geboren. Ey, ganz ehrlich, da möchte ich ins Gesicht treten und dann kommt die mit so einem Kack-Energie sogar. Wow. Tu mal hier wiederbeleben. Achtung, teuer. 10 Mana. Ja, ich habe keine 10 Mana gerade. Ja, dann nimm halt eine scheiß Walnuss. Eine Walnuss? Ja, eine Walnuss. Was kann ich denn dann wählen? Ja, Mann, geh doch mal wählen hier. Wähl oder stirb. Kampagne. Becky, du. Die sind die bekackte Mietschilder heilen, ne? Wiederbeleben, ne? Weil sie es einfach nicht hinkriegt, mal einmal zu überleben. Ja, die ist. Ich hasse sie. Und schlechtes. Bevor die mir direkt wieder über den Wissen geht, ne? Und ich sehe das nicht kommen, dass das tut. Und du hast auch kaum Leben. Diese Gegner hier machen mich gerade fertig. Ja, mach doch mal die. Oh, nee, hau noch eine auf den Platt, damit ich auch wieder einen auskackt. die hat einen guten Lauf, ne? Ja. Ja, endlich! Kakropfi. Zauberschild, ich hätte jetzt Lust auf Mana. Hab ich auch Lust drauf. Richtig Bock. Oh, warte, wer hat ein Zauberschild an? Komm, ich zünd dich jetzt mal ordentlich an, du Pisser. Ach geh, komm. Die will auch schon ein Zauberschild an haben. Ist schon okay. Ich hab richtig so voll aufgeladen. Boah, ist das scheiße. Was ist gerade gestiegen? Ich weiß es nicht, aber ich hab dich angezündet, das war gut. Hahaha. Schauen wir mal, vielleicht ist ihr Waffenlevel auch mal gestiegen. Als würde es überhaupt gehen bei ihr. Ja, wenn ich kämpfe, kann ich still, ne? Oh, tatsächlich. 6 doch. Ist gestiegen. Was kriegt denn sie jetzt mal? Den Speer kann sie nehmen. Der ist ja nochmal auf 3 und der ist auf 6 und super. Sie kriegt auf jeden Fall. Ich hab keine Kampfwaffe, nicht. Die Lanze hätte ich gesagt. Ich find's gut, wie du all meine Ideen einfach mal aus eiskalt ignorierst. Oh, leck. Siehst du? Hier, bam, hier, zack, soll du. So, jetzt gehen wir erstmal hier rein und schauen, was da ist. Was? Jo. Es geht, meine Freunde. Was macht ihr hier? Lecky, hinterfragt und ich sei froh, dass er da ist. Da. Das Titanschwert. Du. Die Morpheus-Lanze digitiert zu. Rubin-Lanze. Schorfpeitsche wird abgeschorft zur Fleischpeitsche. Hammerflegel. Und die Nazi-Schleuder wird abgegradet zur Hitler-Schleuder. Nein, nicht zur Schleimscheibe. Die Schleim. Voll üppig. Was? Wir sind ja alle. Wow, warte. Der ist mir egal, ich bin da, aber jetzt weg. Hallo. Nein, das war der Mann. Das war der Mann, weißt du? Pass auf! Hallo, Sarah. Hallo, seid ihr okay? Ich will doch erleben. Oh, Sarah, das Ventil wird wieder ein bisschen mehr auffüllen. Geht schon mal vor, ich und Sarah, wir füllen das, unsere Leben. Das Ventil zum Auffüllen ist in der Hose. Scheiße. Oh Mann, Alter, das hast du nicht gesagt. Doch, das habe ich gesagt, Mann. Let's Plays mit Niveau. Niveau, ich mache hier immer Werbung für Handcreme, das würde ich einfach. Gut. Weißt du, warte, ich habe eine Idee. Wenn du jetzt wieder Mana absaugst, raste ich aus. Nein, ich hoffe, der hat kein Zauberschild an. Nee, hat er nicht. Gut, sonst hätte ich wahrscheinlich. Wäre ich wahrscheinlich ein bisschen sauer geworden. Mit ein bisschen sauer meine ich, hätte geflamed, bis das zu Ende ist. Das Sau ist lustig. Hast du die Energie meines Hadokens gesehen? Ja, das war ich, Mann. Ja, komm, du. Ich hoch. Ganz alleine, ohne dich. Peking-Ente ist gebraten. Stirb, Peking-Ente. Du landest in meinem Kochtopf. Was macht die da? Glutgranaten. Ist mir egal. Wow, die Peking-Ente kann selber Feuer machen. Wie mache ich jetzt zum Chop Suey? Alter! Hör auf, die rumzuschubsen, ey! Voll von meinem Boomerang weg! Mobbing! Boah, diese scheiß Peking-Ente, die sollen wir damit aufhören!
So. Nein, nicht wieder mich. Boah, du kleines Mistviech. Du kennst. Ah, jetzt sich sehr einfach weggeprügelt. So. So. Geil. Oh, geil, ein Zauberschild erstmal drauf casten. Ach, da kommen wir gar nicht oben rum, ne? Nee. Musste sein, tut mir leid. Nein! Ja, würde mich jetzt ankotzen, nicht aufgeladen, aber hab ich ja nicht. Waren wir hier nicht schon? Sind wir nicht hierher gekommen? Oder meine ich das jetzt nur? Den meine ich nur. Warte. Komm mal her! Was willst du denn schon wieder, Alter? Der ist kein Secret of Mana. So ein Depp. Kein Secret of Mana. Nein. Das wäre das Ende der Welt. Wow, wo sind die hergekommen? Die waren gerade nicht da. Das wäre das Ende der Welt von Warcraft. Alter, geh weg. Satansmaske. Brutzel. Boah, kannst du auch mal zu irgendwas... Nein! Scheiße. Mach mal eine Analyse. Auf die Kiste. Ich möchte wissen, ob da eine Falle drin ist. Aber wir haben festgestellt, wenn man analysiert, dann ist ja keine Falle mehr drin. Ja. Obwohl, da kam jetzt so ein negatives Geräusch, oder? Oh, Boomerang erleicht Level 6. Ach, Moment. Ja, ich kann mittlerweile auf Level 7, glaube ich, aufwerten. Nicht wirklich, oder? Wir haben ja gerade fertig gemacht auf 7, oder? Ach, leck mich doch am Arsch. Lecki, darfst du ein bisschen weiter mit dem Boomerang? Freu dich doch. Aber jetzt kann ich auf 6 aufladen. Auf was? Auf 6. Alter. Jetzt pass auf, Und Ultra-Mega-Angriff! 26. warte, wo müssen wir lang? 69. Warte, erstmal, bevor wir da runterfallen. Ja, will ich nicht. Warte, ich habe hier aufgeladen. Ja, dann lass deine Wut gleich an dieser Eule. Alter, geht's mit dir noch? Ich lade meine 2 Stunden Mega-Kombo auf. Warte. Schau mal, wie fett der Balken bei mir unten ist. Alter, der ist jetzt schon mega. Wow, alles umsonst, wenn das Viech brennt. Ja, natürlich. Und du bist wieder der. Eine Kiste von der. Meine, die bewegt sich, das ist mir egal. Das ist so selten, Mann. Oh, deine. Oh, ich hab kein. Ich hasse diese Kiste. Überlebt! Das ist so dieser Tronenschuss. Überlebt! Pisser, ey. 824. Was passiert, wenn ich ins Wasser springe? Da kannst du, glaube ich, nicht reinspringen. Weißt du, die Ritter, die fetten. Warte mal ganz kurz. Ist das ein Energieschild? Ich wollte gerade sagen, das sieht nämlich echt komisch. Ja, ja, das ist ein Energieschild, da müssen wir erst irgendeinen Knopf drücken. Doke. Hallo. Okay, was ist jetzt passiert? Wahrscheinlich hat sich das andere Energieschild. Ja. Muss ja sein. Woanders geht's eh nicht mehr lang. Zurück können wir nicht mehr. Jetzt schieben wir erstmal alle in die Ecke. In die Ecke? Ja, schieb du mal. In die Ecke? Jetzt schieb du auch. Schieb doch mal das Vieh hier in die Ecke. Hier in die Ecke. Ja, locker bleiben. Ich schieb doch mal. Ich schieb doch. So, und jetzt pass auf und. Aua. Habe ich jetzt nur die Eule? Habe ich die Eule auch getroffen? Ja, hast du. Okay. Was mach ich? Warte, weiß ich nicht. Gleich habe ich. Ich hab's gleich. Was? Was machst du da? Alles nein, du tust sie wieder verbrennen. Das ist scheiße. Dann kann man sie wieder ewig nicht angreifen. Nicht verbrennen. Mach das andere drauf. Stimmt, ich habe noch einen anderen Feuerzauber. Ja, ja, kannst du auch. Ja, ey. Und du hast auch einen Lichtzauber, mit dem du auch Schaden machen kannst. Warum greifst du unten die Peking-Ente auch an? Weil ich es kann. Jetzt ist das Viech auch verbrannt, na super. Ja, da kann ich jetzt nichts für. Das ist jetzt reiner Truppe. Doch, da kann ich jetzt nichts dafür. Da ist jeder andere schuld, nur ich nicht. Schau dir meinen fetten Angriff jetzt an, warte. Und...
Jetzt, das ist das Problem an deinem Drecksverbrennen. Hast du es gesehen? Zwei Stunden brauchst du, um deinen Kopf durchzuführen? Ja, sehe ich. So. Hab ich nicht einen Zauber gemacht? Doch, bist du dabei jetzt sogar. Aber auf die Picken. Ah ja, jetzt seid, ich hab's nicht gesehen. So. Oh, Fax ist abgeprallt, sorry. Ich war vercheckt, den will ich nicht zaubern. Komm mal ein bisschen mit runter, dann kann ich nebenbei schon mal die Peking-Ente mit Magie bearbeiten. Bearbeiten. Los, das Magie. Ist so dämlich. Wer ich? Nein. Ich bin super. Wir haben beide keine Energie, wir sollten beide mal so eine Walnuss nehmen, glaube ich. Ja, wenn dann oder ich zapfe ja deine wieder ab. Ja, oder wir lassen es. Oder wir machen's. So, den hole ich mir. Die haben doch bestimmt eine andere Wahl. Oh, das kostet ein bisschen viel Mana. Oh. So. Ich hab doch bestimmt noch einen Zaun, mit dem ich angreifen kann, oder? Ja, 5 Mana kannst du mit Feuer angreifen. Ist ja wurscht, den können wir eh nicht angreifen. Dann kannst du dich mit Feuer draufgehen. Den teuren am besten noch, weil du bist. Ich hab den Nestbest genommen. Wie viel Mana haben wir denn mittlerweile schon? Wow, 41, das ist eh gut. Ja. Damit kann man arbeiten. The Laser Inferno. Und Chuck. Was? Ah, ich hab mal wieder was aufgelevelt, sehr schön. Seine Gegner, wie er einfach ewig lebt, das ist Wahnsinn. Na endlich! Ah gut, endlich. Oh. Da ist der Couch schon wieder. Aber ich glaube, das macht wenig Schaden. Wenn unsere Zauber nicht gelevelt sind, das ist das Problem. Oh! Das macht gut Schaden. Dafür, dass das nicht gelevelt ist, ja. Das stimmt, wenn der gelevelt wäre, wäre er wahrscheinlich 800 Schaden oder so. Warte, na hat der jetzt... Vor allem, ich sitze noch mehrere Gegner gerade drauf. Ich sollte mal alleine auf den draufsetzen, damit er Mount Damage machen. Gut, der Staun. Ja, ich glaube, wir sollten die Eulen in Zukunft immer mit Magie bearbeiten, weil es dauert einfach sonst zu lange. Mit Magie macht das Zaubern Spaß. Magie. Die 5 Minuten Laserbearbeitung von Magie. Ach, leck mich doch am Arsch. Was ist denn? Auch Becky, das schaffst du auch nochmal, das mit dem Damage machen. Du, ne? Mal wiederbeleben. Alter, die Miep, ne? Die kann halt nichts. Die Miep ist. Das ist halt. Hab ich dir nicht eine Walnuss gegeben? Doch, aber Laser Inferno kostet einfach mega viel Mana. Wie viel kostet das? Wir haben keine Walnuss mehr. Du kannst nicht mehr heilen, ne? Nee, ich hatte gar nichts zu machen. Ich muss echt aufpassen. Wow, echt? Ja, das wird jetzt lustig, wie wir durch diese Festung durchkommen ohne... Oh, scheiße, das wird jetzt echt räudig. Ja, im Prinzip können wir nochmal runter zu Sarah gehen, die uns unsere Lebensenergie auffüllt und eventuell auch das Mana. Weißt du, dass du das machst? Ja, jetzt schauen wir erstmal. Ja. Alter, wieso treffe ich dieses Mistviech nicht? Das gibt's doch nicht. Die kriegen einfach keinen Schaden. Ich bin überlegen, mir eine bessere Waffe zu nehmen. Was ist in der Zeit die stärkste Waffe, die wir haben? Eventuell ist es sogar der... Ah, jetzt geht das. Rubinlanze. So, schauen wir mal, wie viel Schaden ich jetzt mehr mache, wenn ich... Wow, 24. Holla die Waldfee. Da geht was. Alter, jetzt... Was? Wirklich? Ich möchte die Truhe nicht aufmachen. Ja, aber ich lade gerade, dann nimm MIP, ist doch mir egal. Jetzt mach die Truhe auf.
Ja, sagst du jetzt einfach. Ich hab aufgeladen, das ist. Geht gerade gar nicht. Achso, du willst sie nicht deswegen nicht aufmachen, weil wenn es eine Falle ist, dann haben wir nichts zum Heilen, ne? Doch, haben wir, aber dann müssen wir es jetzt wasten. So. Ja, also ich gebe mir eine Schutzaura, Blackie, ist mir egal. Kann ich eventuell noch einmal heilen? Warte mal kurz, weil ich hab eigentlich keine Lust. Nee, du hast einen Mana, mit einem Mana kannst du nicht heilen. Ich kann einmal glänzen, aber das ist. Nur die Heilaura, aber die Heilaura heilt nicht. Das ist ja, logisch. Eben. Ja, dann gebe ich Miep jetzt mal hier einen Bonbon, ne? Zum Futter. Nee, nicht Bonbon, Schokolade. Gut, komm mal mit runter. Wir spielen jetzt nämlich hier mit der Eule ein bisschen. Tango. Ne? Hallo? Ich hab nicht getroffen! Ja, das probiere ich vorhin aber auch. Boah, das gibt's doch nicht. Ich hab dir den Speer 15 Mal durchs Gesicht gezogen. Und die denken, oh, ich bin schlecht programmiert, das macht mir gar nichts. So. Du Feder. Das war jetzt aber auch so die Doppelkombo hier, ne? Ja, das war eine Mega-Kombo. Ego Bear. Level up. Was? Was? Aha. Egal, was wir gemacht haben. Ja, ich passt. Glaube, du musst einfach nur zwischenlegen, aber irgendwie ist das so Bullshit. Ich ging jetzt so. Das Problem ist, wir haben beim nächsten Gegner kein Mana, um ihn umzuhauen beim nächsten Boss, oder? Ne, haben wir nicht. Ich weiß nicht, wie viel Mana Miep noch hat. Also ich habe halt 0. Ja, du hebst. Nein, du hast noch einen, oder? Ja. Den hebst du dir auf, damit wir Analyse machen können beim nächsten Boss. Das ist doch gut, okay. So, komm mal mit. Ich hör grad auf, sorry. Und ich glaube nicht, dass es unbedingt jetzt die schlechteste Idee ist, das hier aufgeladen und zu schmieren. Wow! Karate Kid! 3, 4 und 5 in einem! Nein. Chuck. Ich glaube, dass mein aufgeladener Angriff gerade so lange gedauert hat, dass er zweimal getroffen hat. Das wäre halt nicht maximal. Das wäre richtig geil, dann würde sich das auch wieder lohnen. Boah, Alter! Das ist ein Massaker! Nein! Alter! Das gibt's doch nicht! Ja, jeder Schaden ist jetzt schlecht. Weil wir mit unserem Mana so gut haushalten. Hey, Laser Inferno, ja, 5000 Mal! Vielleicht kommt gleich der komische Geizkadarati Dings da um. Ja, ne? Genau, der wird hier mitten in der Festung rumgammeln, das glaube ich nämlich auch. Genauso wie Berti. Und Sarah? Ja. Schieb den mal bitte rüber, den da oben. Schieb den mal. Ich bin einfach weg. Schieb den mal her, bitte. Oder so. Nein, da lebt doch was. Schleim. Einfach mit. Ja, geht doch. Wahnsinn. Aber die Angriffe machen jetzt zumindest. Was? Was? Was ist mit dieser Truhe, Alter? Die ist voll cool. Schau sie mal an, sie hat eine Brille. Wow, das ist so geil. Also ich mag diese lange harte Lanze einfach. Ich liebe sie ja, einfach. Ja, ich mag meine lange harte Lanze auch. Natürlich. Blacky, let's play mit Nivo. Ich glaube, das mache ich echt mal so. Also let's play mit Nivo und dann total abspacken. Und dann darunter was Zitat, ich mag meine lange, harte Lanze auch. Dann wissen die Leute einfach direkt. Hey, hier waren wir doch vorher schon. Nee. Doch. Oder? Nein. Ach nee, ich habe jetzt das gehört. Mhm. Oh nein, hier ist ein Insta-Ninja. Eisklinge, der macht uns zu Schneemännern. Boah, geil, nice. Wow! Oi. Ja, es wird gleich langsam unangenehm. Ey, jetzt bist du auf, dass irgendwas zwischen, dass der Kater einmal kommen will. Das wäre maximal gut jetzt. Oh oh. Aber du hast sehr gute Magieresistenzen. Das ist halt dein Vorteil. Ja, aber es ist halt, ne? Wir haben jetzt noch zweimal Schokolade. Danach ist echt mega mies.
Und Bonbons haben wir auch noch ein paar. Ja, das ist jetzt. Das war der Lack, ja. Ja, die bringen 50, glaube ich. Ja, wenigstens machen die Gegner hier normal wenigstens keinen Schaden. Tu dir mal. Tu... Ja, die Eule. Ich geh mir eben die Eule verpissen. Oh, so, sehr schön. Jawoll! Schau dir das an, das ist einfach geil. Igobes Waffenlevel, nice. Hab ich das voller Stufe? Ja, ne? Mhm. Hab ich den Flegel, Alter, den Flegel kann ich 3 Level abhauen. Warte, Flegel, nee, mach nicht den Flegel, mach was anderes. Den werden wir später dann, das verrate ich dir dann, warum du den jetzt noch nicht levelst. Okay. Nimm die Schleimscheibe oder sowas. Nee, die hat Miep gerade. Ja, den Speer oder den Bogen. Lieblingswaffen. Irgendwann müssen wir sie sowieso hochleveln. Ich nehme den Speer, komm an. Ja. Egal, erstmal 2 Level lang den scheiß Speer. Wii. Eklige, ekliger. Okay, so, dann würde ich aber erstmal, bevor wir da jetzt runtergehen und da erstmal was machen, würde ich sagen, das war's erstmal von. Kommt hier auch. Was war's erstmal von diesem Part? Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen mit unserem Niveau. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt, Let's Play Secret of Mana. Bis dann und ciao, ciao, euer Blacky. Und Ego, ciao, ciao.